Moin, liebe Leute, hier ist wieder der Piet Omsen mit dem Blog Analog. Jo, liebe Leute, und ich kenne nichts, was gibt das neben wie die Pickup? Ich sehe da auf Watten-Apps eine Shedder, und zwar eine Henschel, Baujahr 1941. Jo, hallo Steffen. Steffen, ich sehe gerade deine Bilder hier auf dem WhatsApps-Kanal. Und du kannst uns mal was so erzählen, du hast ja da auf dem Tisch liegen. Jo, Piet, was für eine wunderbare Lok von Shedder-Modell. Und ich kann nur sagen, die Verarbeitung ist eine Klasse für sich, solide und mehr als stabil. Viel Stahl und ein Keramikbrenner. Er ist flüsterleise und wirklich auch extra klasse. Die Details sind alle ungewöhnlich solide. Ich bin am Schwärmen, merkst du das? Leider ist das Modell ein Relikt aus einer Produktion, die 2006 zu Ende ging. Umso größer die Freude, ein fast neues Modell auf dem Tisch zu haben. Einfach klasse. Ja, Joe Steffen, da bin ich auch richtig gespannt. Ne? Es ist wirklich super detailliert und so solide, es ist unglaublich. Ich schalte mal runter, bis er, glaube ich, schon im Garten, und dann wollen wir mal sehen, wie es läuft. Hey. Ja, Joe, Peter, das werden wir wohl machen. Ich wollte noch vorhergeben, dass er so ein typisch englisches Modell ist, sieht man dem gar nicht an. Es ist aber auch für den kontinentalen Markt gebaut worden und auch dafür gedacht. Allerdings hat sich das bei uns nicht so richtig gezündet, weil die Sache hat dann schon von der Herstellerseite nicht mehr geklappt. Aber bei solcher Qualität, die da geliefert wird, kann man sich gut vorstellen, dass eine Firma das schwer hat, am Markt zu bestehen. Allein wenn ich den Keramikbrenner trachte. Es ist erstaunlich, was der für eine Leistung bringt und wie schnell der Block auch Dampf liefert. Vom Geräusch her ist es so leise, das kennt man nur von Rapping her. Steffen, der Keramikbrenner, da ist er wirklich toll, da hörst du gar nichts. Jo, Joe. Und das bei 3 Bar. Joe, da könnte man fast sagen, Rapping XL, nicht? Steffen, nicht die Bodenhaftung verlieren. Lokführer Fred hat da natürlich auch hinten 2 dicke Brocken Beton angehängt, damit die Lok auch nicht so ganz alleine durch die Gegend fährt. Die Lok hat ziemlich viel Kraft und ist auch ganz schön schnell. Eigentlich ist das ja ein typisches Zeichen von englischen Loks, dass sie so dahin rasen wie die Karnickels. Aber ich denke mal, das liegt auch immer an dem, der die Lok fährt, also der an dem Bedienhebel ist. Und wenn man so einigermaßen zivilisiert fahren möchte, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ne? Ja, Steffen, daraus höre ich, dass du damit da ganz gut umgehen kannst. Ne? Obwohl, wenn ich auf den Manometer gucke, da sind immer noch über 3 Bar drauf. Der Brenner ist echt klasse. Voll Power und höher tust du nichts. Ja, wenn man das so genau beobachtet, dann ist es so, dass der Dampfhahn doch sehr mit Verzögerung reagiert. Das heißt, man muss hier gut vorausdenken, bevor man jetzt so eine langsame Geschwindigkeit dann auch erreichen kann. Piet, schau mal hier, das ist der Dampfhahn. Der ist ja nun ganz anders, als wir das sonst gewohnt sind. Übrigens, Piet, rechts der Messingbalken ist ein Federpunktumsteller für die Umsteuerung. Und nun Dampfhahn mal voll auf. Ui, der haut der heute Max aber ab. So, Piet, jetzt hat der Fred mal abgeladen und jetzt geht's mal ohne Last. Da kann man ein bisschen zugucken und einfach mal genießen. Das sieht da vorne und hinten ganz hübsch aus. Ja, Steffen, das hast du aber uns gut erklärt und vielen Dank nochmal dafür. Und das war's für heute im Blog Analog mit Piet Omsen. Tschüssing.